Geschick, Kondition, Kraft, Geist. Ich glaube, ich gebe Stärke. Wir setzen mal 2 Punkte in Stärke. Don't ask me why. It's my decision. Reicht das? Are you serious? Wir haben einfach so viele von diesen Seelen, das ist unglaublich. So, Stärke ein bisschen hoch, damit wir irgendwann auch mal diese anderen Waffen nutzen können. Ja. Schloss Sturmschleier. Die Musik ändert sich auch. Margit, das grausame Mal, ja. Was wird hier in Schloss Sturmschleier passieren? Welche Gefahren müssen wir hier bekämpfen? Welche Gegner werden wir noch treffen? Achso, das ist... Ach, okay. Ich dachte gerade, was macht das, diese komischen Geräusche? Okay, hier ist... Also, das... Manches ist hier auf jeden Fall schon... abgestürzt, das können wir, glaube ich, sagen. Da drüben kann man irgendwie... Ach, da kann man sogar runter. Was ist auf der Seite? Die kann man auch runter. Da hinten ist auch irgendwas. Wir müssen jetzt offensichtlich erstmal in die Burg reinkommen. Denn hier ist das Gatter zu. Hier könnte man allerdings auch rein. Okay. Ja, wir müssen ja immer noch eine große Rune erlangen. Und die erlangen wir natürlich nur von den 5 Kindern von Marika. Die 5 Fürsten des Zwischenlands. Ja, wir sind jetzt hier am Haupttor. Wenn man sich aber mal anguckt, wie groß das Schloss ist, dann werden wir sicher einige Gefahren haben und einigen Gefahren begegnen. Krummfingermedizin. Hier unten ist erstmal nichts. Das heißt, hier wäre... Ach, look at that. Hier unten ist was. Was ist denn bitte unter dieser Brücke? Ah, Feuerfett. Jetzt sind wir hier. Das haben wir ja von da oben gesehen. Wie krass cool das schon wieder aufgebaut ist. Und auch so, dass man jetzt so die umliegende Landschaft sieht. Ich meine, da vorne haben wir einfach diese Markierung hier. Wir können einfach von hier aus sehen. Ich meine, mal abgesehen von dem Fog, also dem What the Fog. Das ist total witzig. Ist hier irgendwas oder verarscht mich das Spiel? Okay, das Spiel verarscht mich. Ja, das Spiel verarscht mich nur. Aber vielleicht kommt man da später lang und dann ist es voll der geheime Schleichpfad und so. Ja. Ich rede mir das gerade schön, das Versagen. Das Gefühl, mein Gesicht zu verlieren. Nicht so lustig. So. Okay. Irgendwas hat hier massiv reingeschossen. Vielleicht auch reingeschissen, man weiß es nicht. Wenn ich Margits Gesicht so irgendwie vor dem Haupttor gesehen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch eher reingeschissen. Wie kommt man da drüben hin? Von da oben hin. Irgendwie von da oben nachher. Da auch. Da kommen wir jetzt noch nicht rein.
Kommt man hier... Nee, da kommt man nicht wieder hoch. Okay. Jetzt weiß ich auch, wofür der Weg hier hinten da ist. Wenn man sonst anders nicht wieder hochkommt. Nee. Puh. Okay. Schloss Sturmschleier. Versuchen wir mal unser Glück. Come over here, won't you? Who are you? You're tarnished, aren't you? Jo. I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. The guards don't know about it. Okay. You'll breach the castle undetected. Nun gut. Yes, that's the spirit. You're just the kind of tarnished that I like. I pray for your success. Erzähl mir mehr, Mensch. Use that opening. Oder was immer du bist, hochgewachsener Langhals. You'll slip right inside undetected. Yeah, I pray for you. Irgendwie traue ich dem aber nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also grundsätzlich würde ich vielen Charakteren misstrauen und dazu gehört auf jeden Fall Patches. Da oben ist auch irgendwas, guck mal. Ah ja, das ist der Pfad, genau. Goldene Rune. Aber wie ich da drüben hinkomme, wissen wir dann immer noch nicht. Ja. Ach so, ich kann hier... Ah, ich kann hier hoch. Okay. Ruinenfragment. Vor allen Dingen, ich frage mich, wie hätte ich denn zum Haupttor kommen sollen? Das war ja zu. Es ist ja nicht so, als hätte er mit einem Finger schnippen können und er hätte das Ding aufgemacht, oder? Kann ich da runterfallen, ohne zu sterben? Man weiß es nicht. Das sieht doch schon wieder aus wie so eine Kampfarena, wo plötzlich irgendwas auftaucht, oder? So sieht das doch aus. Irgendwie misstraue ich dieser Gegend da unten. Schmiedestein 2, geil. Dieses Spiel macht einfach irgendwas mit einem. Es macht einen zu einem angsterfüllten Menschen, dem man nicht traut. Oder man traut nichts mehr. So rum. Nichts und niemandem. Es war so klar. Hat dieser Adler einfach Schwertfüße? Aber ich wusste es, dass hier irgendwas ist. Wusste es. Da unten ist auch wieder was. I knew it. I fucking knew it. Adler mit Schwertfüßen. Auch geil. Bolzen. Kann man hier hoch? Hm. Not really, no. War wohl nichts, wa? Schlag sauber geblockt und den Rest so erledigt. Nur so viel Erfahrung bringen die auch nicht. Das heißt, das Spiel sagt auch, dass die nicht besonders stark sind. Okay. Hier vorne haben wir schon einen Ort der Gnade gesehen irgendwo. You little maggot.
beide Zeitgeist. What the fuck? Schmiedestein 3 sogar. Not bad. Was ist das da hinten? Ach, das ist das! Das gehört auch noch dazu. Jesus, wie groß das einfach ist. Das da hinten gehört auch noch irgendwie dazu. Krass. Oh, guck dich das an, ey. Und das ist immer noch nicht die richtige Burg. Was wir aber auf jeden Fall auch sehen können, ist, dass hier krasse Kämpfe gefochten wurden. Oder das ist dieses Entwurzeln, ne? Guckt euch das mal an. Da sind überall Wurzeln, die da rauskommen. Und das hatten wir ja schon gehört von dieser Festung, dass wir aufpassen sollen vor den Verwurzelten. Die, genau die sehen wir jetzt hier überall. Die Wurzeln. Okay. Da drüben sind sie auch. Gehen hier überall hoch. Und da drüben sind sie nämlich auch. An der Statue sehen wir sie. Und davon türmt sich einfach diese gewaltige. Das sieht mit den Wolken, sieht das so geil aus. Ne? Guckt euch das an. Das hat echt was. Das hat echt einfach was. Sturmschleier klippen. Was war jetzt? Was hatten wir hier jetzt noch? Regeneriert, erhöht kurzzeitig die maximale Ausdauer. Ach ja, was haben wir denn sonst noch zur Auswahl? Kurzzeitig anhaltende LP-Regeneration. Kurzzeitige Glaubensstufe, verbessert aufgeladene Angriffe, verringert den erlittenen Schaden beträchtlich. Das finde ich nicht schlecht. Und das. Komm. So. Ja. So, da vorne sehen wir allerdings einen, der mit der Fackel rumläuft und wahrscheinlich noch Alarm schlagen wird. Ja. Tramponierter Lederschuh, genau so sieht's nämlich aus. Fuck off. Schmiedestein 2. Was sind das für komische Wachen? Oh Lord, ey, die sind ja überall. Goldene Rune. Okay, der hat auch keinen Bock auf mich. Der hat überhaupt keinen Bock auf mich. Ich meine, ich könnte ihn jetzt versuchen, mit Zaubern zu töten. Aua. Karma, fucking bitch. So. Kann man da oben irgendwie hin? Die sehen genauso aus wie der Typ, mit dem wir gesprochen haben. Warum greifen die nicht an? Dann war der Typ wahrscheinlich irgendwie so ein Knecht Ruprecht oder so, also so ein Bediensteter. Dahinter stehen auf jeden Fall auch welche. Dahinter sind Soldaten. I see them. Ich wollte gerade sagen, scheiße, der ist jetzt viel stärker als die anderen, dann habe ich ein Problem, aber es ging. Hakenkrallen. Sind das nicht die von Vega? Street Fighter? Oh. Eine Faustkampfwaffe mit scharfen parallelen Klingen, die zu Blutverlust führen. Die perfekte Waffe für alle, die im Dunkeln lauern. Im Dunkeln lässt sich gut munkeln. Ups. Sind hier vielleicht irgendwo Illusionswände? Ich habe immer noch keine einzige Illusionswand in diesem Spiel gehabt. Also nicht, also ich habe keine gefunden, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich mache ich es am Ende eh so, dass ich mir das durchlese, wo die sind, weil
Also wenn wir fast am Ende des Spiels sind oder so, damit wir die alle noch machen können. Weil hinter dem einen oder anderen sind ja vielleicht noch Bosse. Und die will ich dann ungern verpassen, aber ich glaube, so finden wir die nicht. Oh Lord. Wie sie versucht haben, mich anzuscheißen, ne? Diese kleinen Pisser. Don't mess with me. Hier ist sogar eine schöne Statue noch. Okay, Glassplitter. Was haben wir hier? Ah, man kann die zerstören. Na dann. Okay. Was haben wir hier vorne? Das führt ziemlich tief nach unten. Wurfdolche. Auch die hätte man natürlich verwenden können. Verschlossen. So was Blödes. Da vorne steht schon wieder einer. Der wird gleich werfen. Ja. So predictable. Oh. Goldene Rune. Wow! Jetzt weiß ich auch, warum man hier Wurfdolche kriegt. Das ist das einzig Gute hier, dass die nichts können. Ansonsten wäre das echt unangenehm. Kann man da irgendwie hochspringen? Da? Vielleicht von da aus und dann hier rein. Da könnte auf der anderen Seite was Interessantes sein. Das dürfen wir nicht vergessen. Da könnte man nicht lang, okay. Einfach alles, was dem Schlossherrn gehört, einfach zerschießen, zerhacken, kaputt kloppen. Da könnte man reinspringen, mit Sicherheit. Hm. Ah. Sankt Trinas Pfeil. Aha. Verstehe. Sankt Trinas Pfeil. Pfeil in Form einer verwelkten Wasserlilie löst bei seinem Opfer einen tiefen Schlaf aus. Die Priester von Sankt Trina verbreiten mit diesen Pfeilen ihre Lehren. Das süße Vergessen eines tiefen Schlummers kann allerdings auch zu einer Sucht werden. Oh, das wollen wir nicht. Das wäre schlecht. Out. Ah, look at that. Wo kommen wir denn dann hier noch Schönes überall hin? Hier. Ach so, dann sind wir wieder hier. Okay, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte jetzt sonst was entdeckt, aber das ist ja dann nicht so spannend. So, da oben ist noch einer. Und da oben ist auch noch Loot. Ziemlich krasser. Das erste, einzige, was wir jetzt machen können, ist wohl in die Richtung hier gehen. Warte mal. Ja, das, die kann man sogar öffnen. Das ist schön. Na. Können wir hin?
Okay. Okay. Was ich interessant fand, war, dass wir plötzlich keine Tränke mehr hatten. Hatten wir nicht vorher welche? Die waren plötzlich alle leer. Ist natürlich ein bisschen schade, ne? Dieses dämliche Gelächter von dem, ey. Altes Schwert. Na, das ist doch das, wofür es sich zu kämpfen lohnt, Wirf. Wirf. Boah, voll reingejumpt, ey. Getankt wie ein echter Mann. Tja, ist halt die Frage. Fallen wir nochmal auf denselben dämlichen Trick rein? Was war das denn? Es ist halt die Frage, ob man da auch irgendwie anders rumkommt oder ob man gegen den kämpfen muss und keine Wahl hat. Das war dumm. Sogar extrem dumm. Ja, jetzt weiß ich ja, dass du kommst. Jetzt kann ich dich sogar ein bisschen hier rausziehen vielleicht. Ja, das ist ein toller Trick, den du da kannst. Ja, mein Freund. Ja, geil! Endgegner-Tür oder was? Wir müssen aufpassen. Ich will, dass er in der Tür hängen bleibt. So billig. Und er ist auch gar nicht so stark. Also lebenstechnisch. Lebenstechnisch hat er echt nicht so viel. Leben bringt der. Rüstung des der verbannten Ritter geändert. Ah ja, wir können ja Rüstung ändern, genau, stimmt ja. Rüstung der verbannten Ritter geändert. Können wir das nicht hier besser vergleichen? Oh. Viel besser, allerdings auch viel schwerer. Und da ist mir meine Beweglichkeit einfach wichtiger, ehrlich gesagt. Insofern werden wir jetzt nicht wechseln. So, wir haben so auch schon mal herausgefunden, dass das keine Transportfallenkiste ist. Krummschwert-Talisman. Ups. Verbessert Abwehrkonter. Ein Talisman mit Krummschwert und Schwertkämpfer. Verbessert Abwehrkonter. Angeblich hat ein blinder Schwertkämpfer diese Technik entwickelt, durch die man die Kunst meistert, den Gegner zu einem Angriff zu verleiten, um ihn umso härter treffen zu können. Ja, das glaube ich. Allerdings war das mit Sicherheit nicht ich. Rostiger Schlüssel. Lass mich raten. Der öffnet diese Tür hier. This door. Wir sind noch so überhaupt nicht weit in diesem Dungeon. Es ist unfassbar. Oh, das war knapp. Oh. Hm.
Meine Güte nochmal. Oh, da oben waren wir auch noch nicht. Ich weiß aber auch nicht konkret, wie man da rankommt, ehrlich gesagt. Feuerfett. Wie kommt man da ran? Vielleicht von hier aus. Wie kommt man daran? Und überall diese Ranken, ey. Wie kommt man daran? Von da oben? Das ist die einzige Idee, die ich dazu habe. Oh, nee. Schwachkopfbolzen. Cool. So kommt man daran. Ziegelhammer, okay. Das ist übrigens die zweite, müsste die zweite Etage des ersten Turms sein, den wir betreten haben. Oder ist das schon der zweite? Schon vor allem, es ist schon der zweite Turm. Wir sind schon so weit im Spiel. Als ob. So waren wir den Ziegelhammer da. Diese Waffe gefertigt aus einem einfachen Steinziegel gehörte einem Arbeiter, der eine Rebellion anführte und später zum Helden wurde. Selbst im Vergleich mit ähnlich großen Schlagwaffen ist dieses Exemplar extrem schwer. Man braucht wahrlich Riesenkräfte, um es zu führen. Echt, wie viel? 31. What the fuck? Wenn ich die ganze Zeit nur auf Stärke gegangen wäre, okay. Dann hätte man das schaffen können, aber so... Guck mal, da könnte man fast darauf kommen. Da sind die beiden Haupttürme. Okay. Offen bleibt, wie wir da hochkommen. Springen wird nicht reichen, das ist zu hoch dafür. Aber vielleicht ja nachher von der anderen Seite. Das finde ich nämlich... Das halte ich für äußerst wahrscheinlich. Wow, du Made! Silberner Federtierfuß. Die kennen wir schon. Ja, das ist alles schon sehr krass. Wie gesagt, das, was wir da hinten sehen. Da vorne. Es wird uns, glaube ich, einiges offen stehen, wenn wir diesen Dungeon abgeschlossen haben. Und jetzt probiere ich mal das, was ich vermute. Wenn ich hier lang gehe... Okay, das führt so weit gar nicht. Pilz. Okay. Wie komme ich denn darüber, ohne zu springen? Weil das werde ich niemals schaffen. Das ist zu weit weg. Was ist denn, wenn wir hier oben lang gehen? Wir müssen von hier aus irgendwie dahin kommen. Kommt man hier unten eigentlich weiter? Nein, okay. Es bleibt also sowieso nur der Weg auf diesen Turm hier. Und dann kommen wir vermutlich in die Burg rein. Okay, das ist noch einer von diesen Rittern. Und diesmal haben wir keine Tür, die uns den Arsch rettet. So sad. Okay, hier ist nichts.
Ja, so kommt man dran. Das war die Vermutung, die ich auch schon hatte. Adernblatt. Ah, schon wieder dieses Adernblatt. 3 Stück sogar. Not bad.